Einweisung in der Maschinenwerkstatt. In diesem Video geht es um die Schnittgeschwindigkeiten für die dementsprechenden Werkzeuge und wie ich mir dazu die Drehzahlen besorgen kann oder raussuchen kann. Wir haben hier einmal eine Übersicht von den verschiedenen Werkzeugen, die wir haben. Wir haben einmal hier den normalen HSS-Fräser, hier den beschichteten Fräser, den Messerkopf. Hier haben wir den auch wieder ein HSS-Werkzeug und so weiter und so fort. Hier die beschichtete Wendeschneidplatte beim Drehen und hier hinten nochmal wieder HSS-Werkzeuge fürs Bohren, Zentrierbohrer und den Wendelbohrer. Und wenn wir uns jetzt die Tabelle mal angucken, haben wir einmal hier vorne Automatenstahl, rostbeständiger Stahl, das wäre also sogenannter VA-Stahl, ne? Chrom-Nickel-Stähle. Hier haben wir dann Buntmetalle, Aluminium kommt hier unten auch noch. Buntmetalle wäre Kupfer und Messing, steht auch bei. Wir bearbeiten in der Regel eigentlich immer Automatenstähle. Für das Vier-Gewinn-Spiel haben wir hier in dem Bereich die Spielsteine zu fertigen. Da kommen wir aber extra nochmal drauf. Jetzt wollen wir uns erstmal hier angucken, Automatenstähle. Gucken wir mal rüber hier zu den unbeschichteten, also den ganz normalen HSS-Fräser. Das sind diese silberfarbenen. Da sage ich meinen Schülern immer, hier den Mittelwert von nehmen. Das heißt also 25 Meter pro Minute Schnittgeschwindigkeit. Hier gehe ich immer bei 70 Meter bei den beschichteten. Ja, die sind so grau-blau sind die. Und dann geht das hier weiter. Die Messerköpfe, da arbeiten wir mit 100 Meter pro Minute. Hier 50 bis 75 für den Phasendrehmeißel halte ich für zu hoch. Also da sage ich meinen Schülern auch immer 25 Meter bitte, weil wir hier keine neuen Drehstähle haben. Die sind nachgeschliffen und teilweise von den Schülern. Also hier sollte 25 Meter auch reichen. Für die Wendeschneidplatten beim Drehen, hier da gehen wir auf 100 Meter pro Minute. Und hier hinten HSS-Bohrer und Zentrierbohrer, da arbeiten wir auch mit 25 Meter pro Minute. Das sind so die Werkzeuge und die Schnittdaten für die Werkzeuge. Diese geben wir hier vor. Kann in den Betrieben natürlich anders sein, aber bei uns, da geht es um Erstausbildung und wir wollen hier keine schwere Zerspannung haben, sondern wir wollen eher, dass die Schüler was verstehen. Und hier geht es nicht um Zeit, sondern hier geht es darum, Sicherheit und Langlebigkeit der Werkzeuge. Was mache ich nun mit den dementsprechenden Werten, die ich jetzt eben genannt habe? Das ist ganz einfach. Dafür haben wir hier im Fräsbereich auch so eine Tabelle liegen. Ich muss das mal so ein bisschen ausmitteln, damit ihr das auch hoffentlich vernünftig sehen könnt. So, in dieser Tabelle haben wir einmal hier unten den Durchmesser angegeben und der Durchmesser bezieht sich immer auf die zu bearbeitenden Flächen, also entweder Fräserdurchmesser oder aber beim Drehen Werkstückdurchmesser. Und dann haben wir hier an der linken Seite, da ist da der Flügel für die Schnittgeschwindigkeit und hier an der rechten Seite, da haben wir die Drehzahl, die geschaltet werden muss. Wie suche ich das jetzt raus? Ich werde das mal jetzt so machen, dass ich einen Teil der Folie verdecke, damit ich das besser darstellen kann. Und zwar gehen wir mal aus von der Schnittgeschwindigkeit von 20, von einem Durchmesser von 20 mm und auch eine Schnittgeschwindigkeit von 20 mm oder meinetwegen auch, wie wir es ja angesagt haben, 25 mm. Das wäre jetzt hier genau da zwischen der 20 und der 30. Ne? Hier habe ich einen 20er Fräserdurchmesser beispielsweise. Gehe jetzt hier zwischen der 20 und der 30. Das wäre dieser Strich, den ich jetzt verfolgen muss. Und wenn ich jetzt diesen Strich weiter verfolge, dann lande ich hier oben bei 450 Umdrehungen pro Minute. Das wäre jetzt so abzulesen. Also noch einmal, hier die 20 gehe ich hoch, bis ich den nächsten Strich hier treffe. Da kommt die 25 Meter pro Minute und dann ziehe ich hier raus und gehe hier hoch und lande bei 450 Umdrehungen. Machen wir noch einmal einen Durchmesser, gehen wir mal auf 10. 10 mm Durchmesser beispielsweise
Und auch wieder die 25, nämlich hier wäre dieser Strich. Und wenn ich jetzt hier oben gucke, dann bin ich schon bei 900 Umdrehungen. Das wäre so die Art und Weise, wie man sich das raussucht. Also hier müsste ich jetzt 900 Umdrehungen schalten. Jetzt habe ich das Problem, dass ich vielleicht diese Getriebestufe nicht habe, 900, aber ich habe beispielsweise 800. Dann kann ich natürlich auch die 800 schalten. Ich habe vielleicht auch die 1200, aber man schaltet dann lieber erstmal die niedrigere Stufe, weil man da mehr Sicherheit hat. Und wenn man meint, ach, das läuft super und ich könnte noch ein bisschen mehr rausholen, dann kann man noch mal eine Stufe hochgehen. Aber so wird das erstmal abgelesen. 10 mm Fräserdurchmesser, 25 Meter pro Minute Schnittgeschwindigkeit. Drehzahl wäre dann hier 900 abzulesen und dann muss das auf der Maschine angepasst werden. So kann man das rauskriegen über diese Tabelle. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Dazu ziehe ich die mal ein bisschen weiter runter. Da habt ihr ja hier oben, da könnt ihr sehen, da ist auch eine Formel drin. Das ist nämlich die Schnittgeschwindigkeit durch, also geteilt durch Pi und geteilt durch den Durchmesser. Wenn ihr das ausrechnet, dann könnt ihr auch die Drehzahl rauskriegen, wobei ihr dann aber allerdings aufpassen müsst, VC ist Meter pro Minute und der Durchmesser in der Regel Millimeter. Da müsst ihr also nochmal den Faktor 1000 mit berücksichtigen. Das ist aber eine Sache, die ihr euch in den Theorieunterricht nochmal genauer erklären lassen könnt. Wie gesagt, da müsst ihr auf die physikalischen Einheiten drauf aufpassen. Und dann passt das schon so. Ja, ich denke, das habe ich euch damit schon ganz gut erklärt. Wünsche euch viel Spaß in meinem Unterricht und merkt euch die Zahlen oder schreibt es euch auf. Ihr braucht das hier eigentlich permanent oder ihr rechnet euch das aus, wie es euch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann in meinem Unterricht.